Mahlzeit, Freunde, und willkommen bei Max Speed Shop. Nachdem ich euch gestern erzählt habe, wie scheiße es momentan läuft, will ich aber nicht aufgeben. Ja, wir haben heute doch einen ganz geilen Tag vor uns. Ich möchte so ein bisschen hier. Ich bin eigentlich gerade dabei, mich abzulenken von meinem momentan beschissenen Alltag, den ich aber morgen wieder vorführen werde. Und dann werden wir, ich nehme euch mit, die Scheiße schon stemmen. Okay? Okay. Denken uns gegenseitig zu. Ne? Auf jeden Fall, Probleme haben wir genug. Aber Fakt auf jeden Fall ist, heute nicht. Heute fahren wir zum Herrn Wagenlöhner in die Güllehalle. Heute habe ich einiges auf dem Zettel, unter anderem der Porsche, der im Wald steht. Ihr fragt dafür nach dem Auto, was damit ist, und ich bin heute tagsüber hier, wir haben 4:30 und ich werde mal versuchen, den Bauern zu kontaktieren, den das Ding gehört, ob man den vielleicht irgendwie erwerben kann. Momentan habe ich ja schon erzählt, habe ich nicht so viel Kohle über. Aber vielleicht kann ich den ja für einen Gurkenkurs kriegen. Und dann retten wir diesen Porsche. Ihr fragt immer danach und ich denke, wir können es mal probieren. Fakt natürlich ist auf jeden Fall, ich muss momentan eigentlich eher mehr verkaufen als kaufen. Aber das wäre so ein Thema, was mich sehr interessiert. Was auch sehr geil wäre. Cool. War ein Teilträger für 945, noch einer, wenn nicht verkehrt. Oder vielleicht kann man den noch so laufen bringen. Ich weiß das nicht. Aber das werden wir halt entscheiden, wenn es soweit ist, wenn wir den wirklich kriegen sollten. Naja, ihr seht, egal wie scheiße es läuft, die Gurkensucht hört nicht auf. Es ist halt so. Naja, wir fahren jetzt zu Michi. Wir haben 4:30, um 5 Uhr der Feierabend. Ich stehe schon seit 13.30 Uhr ungefähr, 13 Uhr hier, an der Stelle hier, seit 3,5 Stunden. Mein Gurkencamper läuft gut, ich habe ihn vollgetankt, für den Fall eine Dreiviertel vollgetankt, ich war ein bisschen geizig. Und ich bin bereit für neue Schandtaten. Und ich habe kein Werkzeug dabei. Also bin jetzt 1,5 Stunden von zu Hause entfernt, ohne Werkzeug mit dem Gurkencamper. Weil ich sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, schlecht drauf war. Und dann bin ich halt mit dem erstbesten Fahrzeug, in dem man eventuell auch pennen könnte, erstmal weggefahren. Wahrscheinlich wird heute Nacht hier auch pennen, denke ich, um so ein bisschen den Kopf frei zu kriegen. Ich wollte ja noch Klamotten kaufen. Ich habe auch keine Klamotten mitgenommen. Ich Idiot, ich muss Klamotten kaufen. Ich habe jetzt noch 2 Hosen. Ich habe meine ganzen Hosen alle gerammelt. Weil ich habe mir jetzt einen Blaumann gekauft, Größe 52, ich habe aber 58. Ich Idiot. Und Schuhe muss ich haben. Guck, hier. Ich habe hier meine alten Arbeitsschuhe an. Aber das mache ich glaube ich nicht heute. Guck hier, die habe ich jetzt wieder angezogen, weil ich keine anderen hatte. Scheiße, Alter. Aber egal. Hast nicht mal Klamotten, die richtig vertaugen, ne? Aber erstmal Porsche gucken gehen. Interessiert mich, ob er noch da ist. Auf jeden Fall, Michi meint, es geht dem Porsche schlechter. Ein Grund mehr, dass wir mal da hinfahren, weil ich finde, ach, das ist die Jacke. Ja, ich finde, das Auto sollte gerettet werden oder wenigstens verwertet werden. Wisst ihr, wo ich jetzt die Jacke? Ich habe die Jacke zweimal, diese hier. Ich habe die mal so gemütlich bekommen. Ich trage die jetzt schon seit 3 Jahren, eigentlich im Sommer jeden Tag. Also wenn es nicht so warm ist, ne? So übergangsweise. Die andere Jacke, die ich hatte, da habe ich bei der Achilles den Tank ausgepustet, ist mir alles auf die Jacke gespritzt. Die liegt bei mir jetzt im Garten zum Auslüften und danach zum Waschen und weg. Das heißt, sie ist im Arsch. Und diese Jacke hier, die ist mal bei einer Windböe weggeflogen. Und da hat der Rasenmäherroboter, den wir haben, so einen guckigen Rasenmäherroboter, so ein ganz Tüdeling, hat da so meine Jacke gefickt. Scheiße, Mann. Deswegen, das mein Tine mit Jacke ist kaputt. Oh Mann, ey. Ich würde mal Hanna fragen, ob die mir Flecken drauf nähen kann. Hanna näht mittlerweile alles. Die hat sogar 2 Hosen von mir genäht. Nee, eine Hose. Die andere habe ich hier an. Was ein Scheiß, Alter. Komm, lass uns los. Scheiß auf Scheiß Laune. Ihr wollt auch keinen Scheiß Laune-Content haben. Meine Laune ist einiges besser geworden, wo ich jetzt hier geschlafen habe. Naja, lass uns fahren. Wir machen was Witziges heute. Hoffentlich, Michi bringt mich auch auf andere Gedanken. Das wäre ganz cool. Ja, sponsored by Stativ. Topfstativ. Hier ist alles von Bockhorn drin. Hier ist der Bockhorn Buchhaltung. Mein Handy hängt hier auf der Ladeplatte. Oh, hat sogar geladen. Ich bin gegenüber beeindruckt. Von Action so ein Ding. Kennt ihr das hier? Dieses Reload. Das habe ich hier mal in der Ecke rumfliegen. Das geht ganz gut tatsächlich. Besser als ich ursprünglich dachte. War früher fest verbaut, weil ich kein Ladekabel mitgenommen habe. Wir machen nachher nach Mittag hier mit der hier. Brokkolisuppe. Nee, wir fahren halt wahrscheinlich zum Chinamann. Klo irgendwas drin? Nee. Schuhe sind hier drin. Heile Schuhe. Die passen aber nicht richtig. Ja, gut. Naja, das ist das Ding. Fernseher einmal einhaken. Warte.
Eigentlich ist der Gurkencamper ein total geniales Gerät. Der ist nichts wert an Kohle, aber das ist so ein Scheißhaufen. Aber das ist eigentlich ein total geiles Auto. Da kannst du viel mitmachen. Naja, komm, ich zeige euch mal in meinen Trauerplatz. Hier habe ich jetzt 4 Stunden lang oder 3,5 Stunden lang gewohnt. Und die Kohle werde ich wieder nicht wegschmeißen. Sonst ist der hier rumfliegen. Habt ihr mich gerade aufgemacht? Ja, ich bin auf dem Windpark hier. Hier sind überall, hier ist ein Feld. Wie man sieht, da hinten sind überall Windkrafträder. Ich bin ungefähr 20 Kilometer vor Bremervörde. Es ist windig, wie ihr hört. Ich habe nämlich keinen Windschutz drauf. Und hier ist eine große Straße. Die führt nämlich nach Bremerhaven von hier aus. Und nach Bremervörde. Ja, und hier ist der Gurkencamper. Der ist pannfrei hierher gefahren. Ich bin wirklich stolz. Ich glaube, ich weiß auch, ich habe auch einen Trick gefunden, wie man diesen Gurkencamper jetzt pannfrei fahren kann. Oha, mein Wind fällt raus. Wenn man diesen Camper nicht schneller fährt als 80. Wenn ich 90 fahre, kackt er irgendwann ab. Und wenn ich ständig 80 fahre, zieht er den Dreck gar nicht so hart an. Und dann geht das ganz gut. Bisher muss ich, ich glaube, der läuft jetzt. Ich habe ein gutes Gefühl. Oha, Füße eben abklopfen. Ja, mein Radio geht nicht mehr. Das hat sich irgendwie selber gekillt. Über die Standzeit im Winter, frag mich nicht. Was mache ich jetzt damit? Egal. Aber sonst wird die Standzeit ganz überstanden. Aber muss diesen Monat zum TÜV. Das wird noch ein Problem. So, gucken wir mal. Reine mal an. Ich klemme das mal an. Vielleicht geht's jetzt ja auch wieder. Wer weiß das schon? Gucken wir. Das nervt mich, das Radio nicht funktioniert. Ich höre so gerne Musik beim Autofahren. Da habe ich so viele Feelings drauf, weißt du? Das geht gar nicht mehr an. Super. Ist auf Dauerplus gelegt. Schöne Scheiße. Oder ist das nicht richtig drin? Hier in der Lüftung habe ich die Kabel durchgeführt, weil die eh nicht so richtig funktioniert. Na egal, wir scheißen drauf. Komm, wir fahren weiter. So, mal gucken, was er sagt. Der ist ja noch relativ kalt jetzt, der Bock. 4 Stunden ist der Motor schon wieder fast kalt. Da müsste aber eigentlich so laufen. Blüht er vor? Nö, er blüht nicht vor. Guter Anfang. Wenn der Landecamper unruhig läuft, zum Stand, so ganz leicht, quietscht der Keilriemen. Erst wenn er ein bisschen wärmer wird, hört er damit auf. Das ist eine Sache, die hätte ich gerne behoben, aber ich habe kein Werkzeug dabei. Der muss auf jeden Fall jetzt mal in die Werft, das hilft alles nichts. Ich will den Camper noch ein paar Jahre behalten hier. Auch wenn er sehr morsch ist und ich glaube, der ist sogar schon hin nach innen weg durchgerostet oben, dass da Wasser auf die Küche tropft, aber trotzdem finde ich, dass dieses Auto leben sollte. Weil ich sage eine Sache, jeder andere will ihn auf den Schrott schmeißen und ich nicht. Bei mir fährt noch ein Leben lang. So. So, dann gucken wir mal, was Michi so macht, wa? Ich treffe ihn jetzt bei seiner Arbeit. Bin ja gespannt. Aber mir geht's besser jetzt. Ich habe ja endlich den scheiß Frust von der Dingsen gelabert. Weil dieses eine Labervideo, das ich gerade eben gemacht habe, und das eine Stunde lange Telefonat mit meiner Frau, das hat mir mehr ergeben als die letzten 2 Wochen. Glaubt ihr mir das? Jetzt bin ich endlich wieder klar im Kopf. Furchtbar, Alter. Das ist wie so eine Depression. Wenn ich schon mal Depression hatte, ich noch nicht so richtig, bin jetzt immer ganz gut bisher. Das drückt er immer auf den Nacken. Das fällt er immer wieder ein und puff, runter. Und so ging es mir die letzte Zeit. Furchtbar. Na egal, Freunde, komm. Auf geht's ins Wagenlöhnerland. Oh, hier steht noch ein Dingsen. Jetzt soll er rechts abbiegen. Lass mal laufen. Hier ist Mazda-Händler. Und der hat noch einen Gurkenplatz, das weiß ich. Und da stand Ewigkeiten ein Golf 5 mit Schimmel. Ich kenne ja alles hier bei Michi, so wie ich mal hier bin. Und der hat manchmal auch hier, der hat eine richtige Golfgurke. Der hatte die immer noch. Die könnten wir retten. Also nur wir. Wir sind die Retter für sowas. Andi ist Baustelle frei. Okay, kriegen wir hin. Ich muss auch Autos haben. Ich bin jetzt ja nicht, ich bin ja immer noch flüssig, das ist mein Vorteil ja. Ne? Ich muss doch nicht alles auf einmal bezahlen, aber ich muss ein bisschen aufpassen. Ist denn auch da der Golf? Oh nee, der ist weg. Scheiße, haben die sicherlich eben so eine Exportfolge für 200 Euro mitgegeben oder so. Und nicht mir, das ist scheiße. Oh, da steht ein Fiesta. Auch super, momentan ganz gute Erfahrung mitgesammelt. Mit Fiesta-Kupplung.
Aber der wäre nicht interessant für uns. Das ist ein Dreitürer. Der verkauft sich eher schlecht. Muss ich tatsächlich behaupten. Oh, ich habe so viele Sachen. Aber ich habe nächste Woche wieder viele Verkaufsautos im Netz stehen. Das ist Fakt. Ich habe schon wieder viele Sachen im Petto, die jetzt kommen. Aber das müsste eigentlich gehen. Autohaus Holsten. Auch nicht schlecht. Das ist ein Autohaus hier. Ich dachte immer, das gehört zu dem Autocenter, dem großen Händler hier. Naja, egal, komm, ich mach jetzt mal aus. Das ist gleich bei Michi. Oh, angekommen im Wagenlöhnerland. Hier, geiler Sierra. Den kenne ich irgendwo her. Unterwegs im Sierra? Ja. Da ist Michi. Es ist noch hell. Und es. Ja. Ist der Vorteil am Sommer, ne? Und schon das Niveau sinkt. Das Niveau sinkt? Oh, merkst du den Sand? Und wir bleiben gleich stecken. Seid live dabei. Alter Schwede. Und lass mal drauf, das bremst sich so aus, das Zeug. Jo, besser, jetzt geht's. Bloß nicht stehen bleiben. Nee, das ist die Devise. Wär eine ganz blöde Idee. Das ist gefährlich. Oh, oh. So. Ja, wollen wir mal gucken, was der Wald-Porsche so macht. Also bevor wir den Bauern wieder nerven, ja. Müssen wir natürlich gucken, ob er überhaupt noch da ist. Ob das Ding überhaupt da ist, ja. Wie der jetzt aussieht vor allem, das ist auch ein interessantes Ding. Jetzt ist er zerdeppert hat, den Bock. Ja, mittlerweile ist er schon ein Hotspot hier geworden, ne? Ja, gut, das steht auch schon ziemlich lange hier, ne? Wollen wir hier auf dem Mist stehen, oder? Auf dem, so rein, den Haufen, zack! So, verstecken wir uns hier hinter Misthaufen. Ja, komm, dann lass uns loslatschen. Ein bisschen laufen müssen wir noch. So rückwärts rein, so. Flatsch. Rein in die Scheiße. Einmal weggemistet, die Scheiße. Hier, auch ein Qualitätsgebrauchwagen. Er fährt immer noch. Der fährt immer noch, der fährt immer. Oh, geiler Geruch. Oh, ah, schön Silo. Ehrlich. Oh, wenn man es liebt, gammeliges Heu. Neue Bodengülltechnologie. Hier sind diese Streifen hier. Das ja. Sind diese neuen Dinger, die schmeißen das nicht mehr. Genau. Die sind jetzt hier Gülle-Injektoren. Die arbeiten ganz schön ein. Guck, diese Streifen, das ist alles Kacke. Pure Scheiße hier auf dem Feld. Wir latschen da durch und gleich gehen wir schön essen. So wie das sein muss. So wie es sein muss. Ich hätte in der Meergurken gibt, ne? Wäre gespannt, ob es neue Sachen da gibt oder was? Mal gucken. Oh, ich weiß nicht. Bauernaußenlager. Aber ich bin gespannt, ob der Porsche noch lebt. Ich auch, hoffentlich. Dass mittlerweile so viele Leute wissen, wo der ist. Das ist krass. Wir haben ja keinen Standort gesagt oder irgendwas gezeigt oder irgendwas. Gar nicht mehr annähern, welche Ecke das ist. Irgendwo bei dir in der Ecke. Ja. Ist ja klar, sonst wären wir ja nicht hier. Genau. Aber sonst? Ja, aber irgendwie haben sie es so rausgefunden. Gut, und wenn das einer weiß. Ja, dann spricht sich's rum. Das spricht sich rum, ja. Kann sein, Alter. Bin gespannt. Wir mussten den Bauern nochmal nerven. Gut, dass wir wissen, welcher Bauer das ist. Wissen wir auch nicht. Ja. Ja, sein Auto konnte ich ja nicht reparieren damals sein. Das war doch gewesen sein Kaschkei. Ja, genau. So kaputten Steuergerät. Ja, mach mal Heide, da kriegst du den Porsche für. Nee, genau. Das könnte ein Problem werden. Aber vielleicht ist er jetzt ja schon ein bisschen verhandlungsbereiter. Hoffentlich. Aber holen müssen wir den irgendwann. Ja, den muss. Wenn sie hier rüberkommen. Ich lasse schon die so auf Streifen, Alter. So. Guck hier. Hätte ich mal. Ich würde mal sagen, das sind die guten alten Betonschornsteine. Nee, das ist ein Tunnel für irgendwelche Scheiß. Für irgendwas. Das ist ein Sichertunnel. Hallo? Nee, keiner drin. Da ist Blut drin. Ja, deswegen. Da haben sie einen umgelegt drin. Das ist ein Dachs und Blut. So die Kamera so ein Hals, rennst du weg. Ey. Stell mal vor. Ja. Oh, Trampelfahrt. Aua, sie hat mich gepixelt. Ja. Das Sauding. Leider ja. Ah, stell mal vor! Genau! Da seid ihr ja endlich! Die Wurst hier ist schon schwarz! Genau. Seit heute die ersten. Hier hat mir einer erzählt, hier läuft das richtig. Oh, der Wald. Da hinten ist er, der Porsche gibt's noch. Der war aufgedeckt. Ja, das ist auch schon ein Ding. Voll wird er abgedeckt. Ja. Obwohl, das ist besser für das Auto tatsächlich. Wenn der jetzt offen hier steht. Das ist ja ein Ding. Stimmt. Ich glaube, dass da auch noch läuft. Die Benzinpumpe wieder Problem sein, die wird fest sein. Ja. Schätze ich. Ne, der hat glaube ich BMW-Sitze drin, E30-Sitze. Stimmt. Recaros da drin. Wenn wir mal gucken, wie die das gelöst haben mit der Verschraube. Die kannst du 1:1 verschrauben, habe ich gelesen. Weil, weißt du ja, ich kenne noch einen mit Recaros und Triumph. Echt? Ja, der muss auch noch zu dir. Ja, mein Porsche, der braucht dringend neue Sitze. Fallen uns mal auseinander, die Dinger. Den schenke ich Ihnen dann sozusagen so. Vater, bitteschön, wenn du immer so ein guter, lieber Vater warst, hier hast du jetzt einen Porsche.
Ein Triumph. Genau. Hier ist wieder. Der Suzuki ist noch da. Jo, der ist noch da. Ja, große Veränderungen haben sie nicht, ne? Die Trecker sind noch da, hat sich auch nicht verändert. Hat hier einer gemäht? Ja, auch nicht. Scheiße haben sie hier hingestolzt, hingedingst. Ja. Und der Porsche ist abgedeckt, hast du recht. 924S. Eigentlich ein solides Auto, wenn es um Rost geht. Siehst du auch, wenn du so guckst. Ich sagen, der sieht ja nicht schlecht aus sonst. Deswegen, ja, hier die Kante ist komisch, die ist die durch ist, da. Ja. Das ist ein bisschen scheiße. Oh, hier, da, da ist auch immer Rost an der Kante hier. Schau, die Heckklappe. Also alles, was nicht unter fetten Zinkschicht geschützt worden ist, bei dem Auto ist durchgegammelt. Ja. Müsste 85er sein. Der Recaro ist drin, glaube ich, habe ich das falsch getüdelt. E30 Sitze auf jeden Fall. Abgeschlossene Sitze. Das war vorher nicht. Meinst du, das ist abgeschlossen? Ja, abgeschlossen. Ach, schön. Scheibe ist kaputt. Schauen wir gleich für den TÜV. Sind. Ich kann ja doch nicht so mit hinfahren. Was sind denn das für Sitze? Das ist irgendwas anderes, Alter. Das ist nichts Originales. Aber der hat den Hupenknopf schon mal, den ich brauche. Für meinen Porsche. Der fällt immer ab. Da habe ich gestern mit Siegerflex geklebt. Ja. Wieder. Heckrollo hat der, Nadelstreifenrückbank. Oh, da ist überall Morsch. Hier kannst du nur ein Loch reindrücken. Was ist das? Hier. Ja, das war die Plane, war nicht so gut. Plane hat ihn gekillt. Und die Anhänger kommt los, ganz wichtig. Ja. Die baue ich bei mir auch ran. Die übernehmen wir. Aber wäre ein guter Schlachter, Alter. Ob der läuft, das ist dieses Experiment allein schon sehr cool. Ja, das ist super. Ne? Ist abgeschlossen hier auch. Original Radio drin, original Handschuhfach. E-Fenster hat der, haben auch nicht alle. Bremsenreiniger ist schon auf der Rückbank. Bremsflüssigkeit auch. Und der Bauernzeitschrift ist auch dabei. Aber ein Targa ist das. Das ist ganz cool. Das ist ein Plastikritzel, ist bei mir kaputt, ja, den ich rausnehmen kann. Das hat sich noch heil bei dem. Also das Schlachter wird da cool. Also fertig machen kannst du nicht, niemals mehr. Aber schon mal. Nee, aber schon mal anders gehabt. Michi, stell mal vor, wir bringen ihn wieder ans Laufen. Ja. Das Pferd lenkt, bremst. Und dann auf dem Stoppelfeld damit. Das ist er, Alter. Der Stoppelfeld-Porsche. Dann haben wir hier 100 Jahre gestartet, der wird auf dem Acker zerstört. Ja, dazu. Heißt zerstört, der wird auf dem Acker gefahren, saisonweise. Ja, jahrelang. Wäre aber eine Idee. Wäre eine Idee. 924 auf dem Stoppelacker wäre cool. Der hat ja auch Transaxel, ne? Das passt, ein super Auto für sowas. Ja. Der wird total Fritte sein, der wird total im Arsch sein, aber für sowas wird er cool. Hat auch nicht jeder. Ja. 944 auf dem Stoppel. Ja, der andere, den ich verstehen habe, der Schlacht 924, der, weißt du, den ich habe, der ist total tot, den kannst du nicht mehr nehmen für irgendwas. Ja. Oh, der wäre sowas cool. Weil der hat auch 150 PS, der hat ein bisschen Qualm, der Buchse. Vielleicht kannst du den Suzuki noch dazu kriegen, also einen mit Allradantrieb. Genau. Ja, was war da nochmal unter? Auch so ein ungeschweißtes Scheißding, ne? Das nicht hier, was ist ein Fiat drin? Stimmt, irgendwie so ein Pickup-Umbau. Ja, ja. Selber gegurkt. Das ist halt Spielplatz hier, ne? Aber die haben halt einen Porsche. Ich meine, die Trecker sind auch ganz witzig mit der Gartenhütte hinten drauf. Das sieht aus wie neue Felgen vorne, oder? Alter, der hat neue Felgen vorne. Die waren doch vorher nicht. Nein. Nein, waren sie nicht. Hier die Scirocco 1-Lampen. Die sind gut. Total geil. Alter, was sind die Kosten mittlerweile? Wollen wir mal nachdenken. Die sind frisch gestrichen. Ja. Die riechen doch in der Farbe. Oh, die Bauern sind ja auch noch hier am Spielen. Das ist ja der Spielplatz hier. Ja. Gottes Willen, würde ich auch so machen. Aber. Auch die Heckklappe da hinten. Dann haben. Das stimmt! Da haben die selber den Dings abgedeckt, den Porsche, schätze ich mal. Auf jeden Fall. Und der Bremsenreiniger ist drin, weil sie probiert haben, ihn zu starten. Kann sein, ja. Da können wir vorstellen. Der Trecker, guck dir mal eine Optik an. Das ist hier. Gewächshaus auf Rieder. Du Scheiße. Da fahren doch gar kein schlechter Fan. Nö. Die haben das zu Zeiten hier hingestellt, der man Trecker gar nicht. Der Auspuff durchs Dach. Aber immer, die haben die zu Zeiten hier hingestellt, der man Trecker gar nicht mal so billig. Momentan sind die ja relativ günstig. Ja. Die sind richtig, also günstiger geworden, Trecker, ne? Ja. Aber das Ding hier ist in der Zeit, der war nicht billig, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Ist auch kein kleiner Fan. Also der war heute auch nicht billig, wenn du ihn kaufen wolltest. Nee, heute den Zustand. Hier, Totluftanlage dran, alles, ne? Ja. Geiles Auto. Geiles Auto, ja. Spezialauto. Ah, oh, wer weiß. Ich glaube aber auch. Aber der ist auch geil, ne? Dreiachsiger Kahn. Ja,
Ja, die haben sie mir irgendwie, das ist schon locker 20 Jahre her, wie die das gemacht haben. Welche meinst du? Ja, Corsa AGSI. Kostet auch schon Geld. Ist doch normal, oder nicht? Ja, muss auch einen Anhänger drauf haben. Geht aber noch. Also jetzt ist es mega wertvoll, ne? Okay. Und jetzt mal anderen die anderen drei. Oh, jo, geil! Ja. Ist doch nur einer einzige. Aber guck mal hinten, haben wir auch nochmal C-Kadett. Die Generationen, ja, die übergreifen sich, Alter. Und E-Kadett. Wahrscheinlich von jetzt die Herdklappe auch da. Ja. Das ist ein geiler Spielplatz, kannst sagen, was du willst. Wollen wir nochmal Fragen gehen? Was meinst du? Ja, würde ich sagen, ne? Wenn wir schon hier sind? Ja. Sollen wir mal einen Tarif aufrufen? Genau, das ist einfach mal irgendwie ein Preis. Bevor hier noch mehr Leute kommen und sich die Karre angucken? Ja, dann sollen die sich vielleicht zu uns kommen, sich die Karre angucken. Ja, genau. Ich stelle die zum anderen Schrott. Schönes Museum. Ich sehe uns schon mit einem Robo hier. Das Ding da rausreißen. Das Ding da raus. Ja. Da geht nur mit Allrad. K30 muss mindestens. Ja. Ah, wäre cool. Also, als Schlachter wäre da halt cool. Jetzt so, also wie gesagt, fahren ist damit, glaube ich, nicht mehr so. Aber eigentlich sei doch nicht erst berühmt geworden. Also eigentlich muss ja auch zu dir. Eigentlich ja. Aber das erklärt das mal den Bauern. Die Gurkenlegende. Machen wir gleich. Genau. Wir haben ihn berühmt gemacht. Jetzt wollen wir ihn auch haben. Jetzt müssen wir ihn haben. Gut, komm, lass uns weiter, wa? Jo. Und Licht ist auch an, also alles gut. Alter, ihr könnt jetzt so einen geilen Stoppelfeld retten. Ich wüsste, ihr habt schon richtige Ideen damit. Ja. Weißt du, so diesen Gittern in der Scheiben und dann die Scheibenwerfer so raus und die Löcher dann irgendwelche Platten rein. Ja. So vernietet. Matt schwarz. Ja, das wäre wild. Kommt gut auf jeden Fall. Na, mal gucken. Wir wissen es nicht. Wahrscheinlich wird es eh nichts werden, wie die letzten zwei Jahre, wo wir gefragt haben. Fragen wir gleich und dann wird er 5.000 Euro, ne? Haben. Wir, keine Ahnung. Genau, dann ist ja vorbei. Dann haben wir ausgefragt. Dann fahren wir ein Jahr später wieder. Mal gucken, wie es angeht. Ja, aber es ist immer so eine jährliche Geschichte. Ja. Und er verändert sich jedes Jahr ein bisschen mehr. Waren wir letztes Jahr? Doch, mit Ingo waren wir. Jetzt haben wir mit Ingo hier. Ja, mit dem Kübel waren wir hier. Das haben wir nicht angesprochen. Was hat noch? Ja, genau. Muss wir ihn noch anrollen. Wir sind weiter. Ja. Hat mal diesen Staub in die Linse gepustet hier. Wir sind weiter. Wir waren jetzt beim Bauern gewesen. Er hat gesagt, er würde ihn verkaufen. Er hat keinen Preis gesagt. Aber das, was er gesagt hat, klang schon mal sehr teuer. Ja, würde ich auch sagen. Also so vom Gedanken her so, ne? Eben mit seinem Bruder, da brauchst du auch nicht mit ein paar Mark ankommen oder so. Mit ein paar mehr Mark. Ein paar mehr Mark. Ja, mal gucken. Aber auf jeden Fall, wir sollen zum Herbst noch mal wiederkommen, wenn der Mais runter ist, sagt er. Wenn der Mais runter ist, dann können wir da aufs Feld fahren, das Ding da rausziehen. Das heißt, die Story mit dem Porsche aus dem Wald geht weiter. Geht definitiv weiter. Noch ziemlich lange, glaube ich. Nächste Runde. Scheiße. Aber das Stoppelfeld, das ist perfekt. Ja. Das war der Adrenalin. Ja, genau. Oh, nee, Alter. Gleich auf dem Acker einziehen. Alter, hier siehst du schon die Benzinpumpe hinten, so ein Klumpen gerostet. Oh, Junge, das sieht richtig übel aussehen. Ja. Naja, aber wisst ihr, alles für die Gurke, alles für den Club. Aber wisst Bescheid, wir kommen auch nicht weiter. Aber ein witziger Typ auf jeden Fall. Oh, auf jeden Fall. Ich habe ihn gefeiert. Zurück am Gurkencamper. Jetzt muss ich eben den Kamera-Akku für euch tauschen. Weil wir haben tatsächlich noch mehrere Stationen. Einmal mich in der neuen Güllehalle, aber die zeigen wir noch nicht, weil er noch nicht rennen kann. Zeigen wir beim nächsten Mal erst. Hat schon wieder irgendwelche wilden Deals gemacht mit Degenhardt. Das kann mal sehr interessant werden. Naja, dann gucken wir uns noch mal zwei Porsche an, eventuell. Ich war mal an eBay drin gewesen für ganz wenig Geld, also wirklich wenig Geld. Ne, der hat mich hier auch mal ein Angebot gekriegt, mal gucken, ob die noch da sind. Aber das wird wahrscheinlich nichts werden. Ich bin ja auch gar nicht mal so scharf drauf, wenn ich ehrlich bin. Aber du musst uns ja irgendwie den Abend vertreiben. Wie gesagt, und wenn du als Autohändler neue Ware kriegst, wäre es ja gar nicht so verkehrt. Ja, das ist ja eine Sache unterstützt doch nicht die andere. Hier, die Akkufried ist am Start. Ding dong, ding dong, ding dong. Gucken, welchen ich nehmen muss. Ich glaube, der ist gut. In der Mitte ist auf jeden Fall voll. Gut, und dann ja, geht's weiter. Wie ist ja Gurken zu jagen, ne? Auch wenn ich es am Ende nicht kaufe, das ist immer so, das ist wie so eine Sucht. Das fühlt mich auch gerne bei Michi. Ich glaube, der hat das auch, deswegen. Guck mal, der Sierra übrigens ist auch ein Autohandelsauto von uns gewesen, vor 2 Jahren ungefähr. Der ist mittlerweile auch wieder am Dienst. Tatsächlich, sieht man auch einen Kennzeichenhalter. Der hat noch die guten Kennzeichenhalter von früher, die auseinanderfallen. Hat Gordon mal geschweißt. Das war einer von Gordons ersten Verkaufsautos, die er geschweißt hat für mich. Der Sierra hier. Läuft. Oh, definitiv, das war ziemlich gut. So, wir sind jetzt irgendwo in der Nähe, glaube ich. Von der Beschreibung her wenigstens, wenn du erzählt hast. Irgendwo, um nirgendwo. Oh, Insignia, Alter, hast du gesehen? Die kommen auch langsam in meinem Gurkenbudget mit hier Autohandel. Ja, kommen immer. Die kommen langsam, die sind nah dran schon. Ja.
Da haben wir gesehen, nur irgendwie 3 Scheine. Ja. Aber da fehlt noch. Da fehlt nur noch hier, also guck mal, ich kaufe meistens an bis 1,3. Oh, da kommst du bald her. Vielleicht ist ein besonders großer kriegen, den du dann noch 1,5 kriegen kannst. Mal gucken, kann sein. Mal gucken. Mal schauen, was passiert. Das ist die nächste Gurkengeneration. Ah, dieses Autohandel-Ding, das habe ich gestern noch ein Video gemacht. Da habe ich noch erzählt, was für eine Scheiße mein Vermieter gehabt habe. Dann habe ich noch erzählt hier, was ich mit, die Tante, die ich gerade erzählt habe, mit dem Fiesta. Ja. Weißt du, solche Sachen. So, richtiger Autohandel-Wheel-Talk, den kann ich auch. Unser Eingang segne Gott, unser Ausgang gleichermaßen segne unser täglich Brot. Läuft. Oh, sind wir richtig? Ich glaube, wir haben irgendwie. Ja, hier sind noch die Autos. Sind noch da die Autos, ne? Ja. Das sind mein 24. Alles abgedeckt. Guck hier, Rolls Royce. Oh, Junge, Alter, ein Rolli. Ein Rolli. Alter, das bevor. Ja. Ich hab meine Frau so einen Tag, Schatz, das geht aus Betrieb in den Runden nicht mehr und so, weißt du, was ich gestern gehabt habe? Ja. Ja, und jetzt kommt mir dann auch auf meinen Rolls Royce. Zwei Porsche, Rolls Royce. Oh, Junge, Alter. Unglaublich. Aber das ist halt das Gurkenjagen, ne? Das ist das Gurkenjagen. Auch wenn es so die Jagd ist. Ja. Aber pass mal auf, nachher kriegen wir noch einen neuen 24 für 100.000 Euro. Das wäre cool. Und das klingt ja gar nicht mal so schlecht. Wir gucken uns die Gesangenshelden an. Wir gehen mal gucken jetzt. Filmen darf ich sicherlich nicht. Aber ihr werdet gleich sehen, wie das läuft. Guck mal, 2 eBay Kleinanzeigen Leichen. Also die sind nicht mehr drin. Hier, 924 und 945. Bei der Restaurationsobjekte, der 24, den ist total zerlegt, aber der 44er ist noch okay. Der wäre noch mal interessant für uns. Aber ein Glück ist es nichts geworden. Nee. Weil der Typ war nicht da. So, weiter geht's. Gott sei Dank. Stell mal vor, Alter. Stell mal vor. Dafür ja. Ein Porsche Glück. Auch zunächst. Aber wir haben schon Porsche, haben wir schon einige durch jetzt. Ich glaube, alle Porsche, die hier so rumstehen, die gurkig sind. Ja. Rolls-Royce hat er auch noch, aber ich glaube, der wird auch gut für uns. So, jetzt müssen wir 190er Luren gehen. 190er Luren. Jetzt geht's weiter in die nächste Abteilung. Michi ist immer im Blick, der kennt alle Autos, die hier stehen. Alle. Und sobald die billiger werden, kauft er die. Und danach landen sie bei dir. Ja, genau. Das ist der Kreislauf der Gurken. Genau. Wir sind schon wieder auf Hinterhöfe unterwegs. Das ist die Schelliker, die haben wir uns schon mal angeguckt vor einem Jahr. Noch, ja. Oh, die ging wohl auch nicht weg. Naja gut, die waren nicht gerade günstig. Aber der hat doch voll den Gurkenfaktor. Oh nee, der Motor ist zerlegt. Siehst du das? Ja. Motor zerlegt. Hat der 76. Alter, der hat 76.000 auf der Uhr. Naja, das nützt dir bei dem Zustand auch nichts. Ah ja, weiß ich nicht. Und das ist für Sammler. Ja, also ein Schrottsammler halt, aber cooler Schrott. Teil vergammelt. Kannst du hier Wagenheberaufnahme hinten weg komplett. Was ist denn da? Ich muss ihn gleich mal fragen. Die Laufleistung spricht für ihn. Ich habe mal nie einen 190er gesehen, so wenigstens in meiner Welt mit 300.000 Euro. Das ist bestimmt für Scheine kriegen, oder? Wahrscheinlich. Deswegen wollte ich ihn noch nicht mal haben. Geil, X gelaufen, machen wir das Projekt fertig schnell. Ja. Aber der hat auch die geilen Sitze drin, diese Karo-Sitze, guck mal. Ah, nee, der hat die hässlichen aber drin. Nicht die schönen. Ja. Gibt's doch einen schöner. Obwohl, nee, der hat Sitzbezüge drauf. Der hat Sitzbezüge drauf. Ach, vielleicht ist er doch ein bisschen besser. Also, so werden die aussehen. Ja, abgewetzt werden sie auch nicht sein, wenn der Taro stimmt. Nö. Aber braten muss man den. Junge, da müssen andere Regale reingehen. Aber der hat auch hier Sportline Schaltknauf und das Lederlenkrad. Das ist tatsächlich ein originaler Sportline. Schau mal, Sportline Motorraum gucken. Vielleicht so ganz gut Dreier drin. Ja. Auf jeden Fall ein bisschen mehr als ein 180er. Ja. Aber so wie er riecht, steht er schon locker 10 Jahre. Mhm, also ja. Der alten Sprit, hast du gerochen? Ja, ja. Oh, Alter. Oh, hart. Aber cool irgendwie. Ganz wenn eine geile, Nummer für uns aber. Ja. So 190, 76.000 Kilometer wäre cool. Nein, den hochzuheben, wenn Gordon da drunter ist. Der bringt mich um. Auf jeden Fall. Der sagt, dann schweißt du wieder. Dann bist du wieder 190er. Genau. Hey, der Golf 3, da ist er gar nicht ins Bein gegangen. Ja. Ich sag, Gordon, den können wir machen, sag ich. Der ist gut. Nein, den mache ich denn nicht. Bringst du was Ordentliches hin, nicht so ein Schrott. Du wolltest doch weniger Schrott kaufen, sagt er zu mir. Aber Schrott ist lustiger. Manchmal ja. In dem Fall ist Schrott cool. Ja. Wie deiner am Anfang hätte. Der sieht, also wenn mein Strich 8er jetzt original lackt wäre, wäre ungefähr die Farbe. Würde so aussehen, ja. Ja. Obwohl der gar nicht mal so schlecht aussieht, der hier. Ja. 240er, diese ist cool, Automatik. Aber ich habe auch schon einen, was soll ich mit dem zweiten? Ja, ich glaube, den kriegst du auch nicht für 500 wie deinen. Nee, das stimmt. Aber meiner war auch einiges ranziger als der. Ja. Der wäre also richtig fahrbereit, war er nicht. Oh, hier war schon mal nichts. Da kommen wir schon mal keine Gurke schieben. Jetzt fahren wir bei Vieting vorbei. Der wird auch schon Feierabend. Da kommen wir jetzt mal auf dem Hof luren, wo er so stehen hat.
Ich glaube, einiges davon kennen wir. Einiges davon, ja. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich weiß auch nicht. Ich fahre die E-Fenster in der Karre hier. Ist geil. Sierra mit E-Fenster ist geil. Zack und Arm raus. Ja. Ja, das sieht quasi Tittenbar hier. Ach hier, ja, B71, ja. Nie angehalten, aber oft gelesen. Ja, die müssen wir noch mal ran. Vielleicht müssen wir so eine Bude haben, die sind eine Ruine hier so. Das wäre ganz cool. Ja. Hier so eine wie die da. So mit Reddach, die kaufst du erstmal und erstmal 90.000 Euro ins Dach stecken. Perfekt. Ja, das ist eine schöne Bude. Ah, die Halle ist halt Schrott. Ja. So hat mit Halle hätte ich gerne. Irgendwann mal. Jetzt erstmal noch nicht, aber irgendwann kommt der Tag. Ja, mal kommt der Tag. Obwohl, jetzt vielleicht schon, aber irgendwann kommt der Tag. Vielleicht früher als du denkst. Ja, ja. Angekommen bei Wieting. Gucken, was hier so abgeht. Oh, der macht noch Bilder hier. Oh. Perfekt, er wird sich freuen, uns zu sehen. Wollen wir hier eine Matsche parken? Nee, das ist scheiße. Nee. Fahr weg! Ja. Einmal winken, schnell weg! Schnell weg! Scheiße, er ist ja noch da! Los, weg! So, mal gucken. Einmal eben Platztour in Ehren. Kann niemand verwehren. So, einer kommt bei Wieting. Alter, der hat schon wieder geile Karren stehen. Ist der geil oder ist der geil? Ein Traum ist das. Das ist echt ein Traum. Ich finde es total cool. Ich feiere die Grünspan-Optik, das Angeduschte und den Rest-TÜV. Und die Sitze. Da sind noch irgendwelche BMW-Sitze oder sowas drin. Ja, stimmt. Aber habe ich aktuell kein Taschengeld für. Hätte ich mir sonst so gezogen, das Ding. Ich auch nicht. Ich habe beim anderen YouTuber gerade ein bisschen Geld verloren. Stimmt. Sonst hätte ich mir den vielleicht geholt, tatsächlich. Ich finde ihn geil. Ich finde ihn auch cool. Ich finde richtig geil. Ich fahre ja mit der Volvo gut. Ja. Und mein Vater will den auch feiern. Das ist genau seine Karre. Ja. Vater, ein Rest-TÜV. Oh, Rest-TÜV. Wir müssen zusammenschmeißen. Wie müssen wir den holen? Ja, eigentlich schon. Schon wild. Ja. Aber so für Zusammenspeisen ein bisschen wenig Kohle. 1000 Euro mal für eine Gurke, wenn ich halt Autohändler bin, habe ich mal rumliegen. Aber jetzt so, weil er gesagt hat, und dann durch zwei, das ist ein bisschen too much. Ja, ja. Bisschen hart. Ne? Hier. Eine Riva. Geil! Alter, was denn? Die haben sie auch mal irgendwie vor Ewigkeiten mal angefangen nachzulackieren. Guck mal, hier ist drin geklebt. Oh. Hier. Und den Spachtel. Perfekt. Kein Wunder, aber das ist überhaupt. Bei mir ein Gurkenhandel Bestseller. Ja. Super Autos und verkaufen sie cool. Der Saab ist auch geil. Der Saab ist auch geil. Aber für das, wie er aussieht, ist das noch ein bisschen viel Geld, was er da aufgerufen hat. Das stimmt. Aber das wird sich die Jahre noch ändern. So wenn er hier steht. Für die Hälfte davon, da wäre ich wohl. Ach, schönes Auto, schöner Innenraum. Guck mal, ohne Leder. Selten. Ich kenne nur mit Leder. 2 Liter Turbo, ne? Das ist wild. Ja. Der Jaguar ist auch nicht schlecht, aber die fand ich immer langweilig. Ja, fand ich auch. Ja, den Sierra, den musst du dir holen. Übrigens, ich hab das Gefühl, den kenne ich irgendwo hier. Michi hat ich weiß das natürlich nicht, woher auch. Ne? Michi hat einen großen Deal mit Wieting mal gemacht, um seinen Platz auszuduschen. Zum Beispiel stehen hier auch ganz viele Autos, die von mir sind hier rum. Deswegen ist es ganz witzig für mich gerade hier. Ja, zwangsläufig, weil das ist ja klar, das ist der Kreislauf der Gurken. Ja. Hier, der Kia Clarus, der war bei uns im Autohandel. Und der ist jetzt auch wieder verkauft. Ja. Aber der hat noch einiges an Gammel daran gefunden. Also alter Schwede. Ja. Das war wirklich, der war schwellermäßig super, hat gewonnen, alles geschweißt damals. Und dann nach einem halben Jahr haben die hier oben, ich war hier oben verrostet, kommt die ganze Kante weg. Ja. Haben sie gefunden. Haben wir nie gesehen. Hat der TÜV auch nicht gesehen. Ja. Wer guckt denn da oben nach Rost? Oh, guck mal hier. 123er Coupé, Alter. Der ist geil. Guck mal, ein dunkelblauer Audi A4. Das ist ja cool. Schick, ne? Geschickt. Aber der ist cool. Schön. Ja, das mit Rentnerklaus drin, Holzlenkrad, 240 gelaufen. Den kannst du blind kaufen. Den kannst du kaufen, sicher auch so. Der sieht auch. Opas Bester. Das ist Opas Bester. Und hier mit der Club-Aufkleber drauf, wie bei Harry mit dem Tubolino-Club. Ja. Überall. Der ist sogar Mitglied da. Die finde ich immer cool, die Dinger. Eins von der besten Autos, die ich hier hatte, hier. So diesen, der scheiß Caddy. Ja. Haben wir auch genauso einen gehabt. Aber der war am Ende wieder so vergammelt. Siehst du bei dem ja auch schon, was hier wieder alles rauskommt. Kauft ja auch keiner, der kostet 1,6. Ja, der steht schon ewig hier. Aber das ist, aber das klappt, da ist VAB ganz schön viel drin, schätze ich mal. Aber der hat viel. Da kannst du nicht mehr. Junge, guck mal die Tiefe. Pass mal auf. Oh. Das sind doch locker, ich würde sagen, 100 Kilo an Wasser drauf. Ja, das sind locker 100 Liter. Ja. Ich kann ja mal auf dieser Seite die Plane lösen. Wir gucken mal, was passiert. Das läuft so unten durch wahrscheinlich. Die sind echt, ich glaube, das ist ein unglaublicher Gammler. Also das war so eine Kiste, die hat einen guten Markt. Also ich habe meinen früher auch verkauft, um durchgeworfen zu werden. Schmeller. 500 Euro. 550, aber hier 2,2 Diesel. Ja. 417.000 gelaufen, den werde nicht mal ich los. Nee.
Also wenn es ein Passat wäre, vielleicht schon, aber jetzt das nicht. Hier, hier, der ML, Alter. Der ML ist das, voll die Babu Edition. Mit Blümchen auf der Tür, hinten mit Regenbogen. Geil. Ach du Scheiße, was kostet der? 270er CDI? Ach du Scheiße, der kostet richtig Kohle, das Ding. 8 Scheine, 202.000 gelaufen, 163 PS. Aber TÜV ist dann neu, immerhin. Aber ich finde die auch nicht. Das ist aber auch richtig Geld. Das ist Geld, das ist viel Geld für so ein Auto. Aber gut, der hat 103.000 gelaufen. Ne? Der Regenbogen holt das raus. Mietservice, Schwarzimmobilien, Junge. Die machen nochmal alle schwarz. Das ist das Problem. Die sind wir auch cool. Die kommen auch nochmal irgendwann. Diese Fiat Barretta da, wie die heißen. Ja, die kommen eigentlich jetzt schon. Also, ja. Sowas kannst du dir jetzt wegstellen. Die sind ja richtig teuer. Die wären cool. Also ich bin überhaupt nicht Fan von, aber kann ich mir vorstellen. Diese silberne Passat ist irgendwie so ein typischer Gebrauchwagen bei mir, irgendwie, die sehe ich ja, bei der, mir. Der könnte auch bei dir stehen. Echt jetzt? So typischer, also typischer geht's gar nicht. Hier ist wieder dein typischer Geschmack, Alter. Guck mal hier, Mazda 323. Ja. Ganz langweilige Kiste. Das ist genau dein Auto. Vielleicht soll das hier doch mal irgendwie. Ist der so übel? So übel geil? Ja, das ist eigentlich genau dein Bock. Alter, das ist ja wild. Guck das mal an. Ach du Scheiße, was ja. Für ihn? Ja, hier ist ja Spachtel. Spachtel und Scheiße. Ja, kompletten Seiten. Rote Tür. Ja. Und dann für 3,50 Euro wieder zusammengeflickt, die Kiste. Ja, genau. Und dann hat ihn wahrscheinlich Jan für 3,60 Euro gekauft. Ja, mit Hardtop. Wenn der gut aussehen würde, wäre er gar nicht mal billig. Aber ich finde den überhaupt. Ich mach den nicht leiden, Alter. Ich mach den so nicht. Der ist so hoch. Die Felgen finde ich ganz cool. Die Alster-Felgen, wenn er tiefer legen würde, ja. Der ist so hoch und ja, Optik ist sowieso im Arsch. Willst du damit rumfahren? Ich passe da gar nicht rein. Nee. Das ist wie so ein MX5. Mazda MX5 habe ich überführt damals vom Harz zu uns. Nee, Harz nicht, hinten hier, Sauerland zu uns. Ja. Alter, ich schwöre dir, ich musste ohne Schuhe fahren. Ich konnte das nicht, ich konnte keine Kupplung treten. Kupplung schon, aber Bremse und Kupplung gleichzeitig. Und hier kommen wir den Ding hier durch den Wald fahren. Ja, von der Höhe, ja. Hier, der sieht ganz gut aus, E36 hier. Aber der war nicht teuer, den habe ich im Internet gesehen. Für ja? 1,9 mit neu TÜV. Das ist okay. Das ist für den E36. Würde bei mir auch kosten. Ja. Der Volvo ist auch verkauft, nach ewiger Standzeit hier. Wenn den anderen ja will, ne? Der geht ja nicht drin, dass er kommt. Du meinst den? Ja, der geht mir auch nicht. Der ist total cool. Der ist total cool. Ja, aber ist auch richtig viel Geld, Michi. Ja. Für das Auto fällt ihn gar nicht mal so teuer. Aber es sind Rostlöcher drin. Ja. Das Auto macht für dich Sinn, wenn du ein bisschen TÜV drauf hast. Ja. Das Ding auch wieder verkaufen kannst am Ende. Ich meine, du kannst es doch jetzt kaufen. Kaufen für den Kurs. Ich kaufe ihn dann in 2 Jahren für die Hälfte ab. Ich feiere den genauso wie du. Ja. Ich finde es total gut. So, wir dürfen mal reingehen. Da steht übrigens ein besonderer Gebrauchwagen drin hier. Oh, zu. Müssen vorne reingehen. Ich habe ihn gerade schon gefragt. Ich sagte, da muss ich rein. Ich muss ein Auto auf jeden Fall angucken, was hier steht. Ganz besonderes Auto. Ganz besonderes Auto. Das ist total. Hier, Opel Combo, Alter. Auch unterschätzt. Ja. Der ist sogar relativ gut. Weil meistens sind diese. Das hier ist Blech. Und die rosten immer hier vorne komplett weg. Und der ist nur relativ. Ja, mit Spachtel. Okay, gut. Ja. Aber es wird, die werden weggeschmissen. Ja. Ne? Die hat keiner auf dem Zettel. Ja, aber das kommt auch noch. Corsa B allgemein. Corsa B hat auch Potenzial. Ja. Fühle ich persönlich gar nicht, aber die Generation nach mir fühlt die. Die fühlt das. Die ist ja früher gefahren als Kind. Ja. Bei mir ist eher so Corsa A. Corsa A finde ich geil. Corsa B finde ich eigentlich, wie mein 16V, den ich stehen habe. Ich feiere den Motor, aber das Auto überhaupt nicht. Nee. Hier, guck mal, da war einer bei dir hier. Nee, die kann man bestellen, eBay als Kappen. Und schon hast du das neue Modell. Ja. Das ist echt so. Das muss ich als Foliensatz rumspringen. Die haben sich alle für die Spiegeleierscheinwerfer immer geschämt. Hier, der ist auch geil, ne? Der BK, der hier. Ja, das ist hier wie heißen die noch? Zweitürer Limousine, ne? Ja, aber das ist kein Kadett, sondern ein Olympia, das war's. Opel Olympia? Ja. Ah, volle Hütte. Ja. Auch geiles Auto. Ich finde ihn nicht schlecht. Ja, also als Team-Coupé finde ich immer noch geiler, tatsächlich. Ja. Aber der ist schon schick. Der ist schick. Der sieht man nur gut auf, wenn er tiefer gelegt ist. Sonst hat er 14 hohe Seitenweite. Aber wenn er auf dem Boden liegt, geht das. Ja. Am besten ohne Reifen fahren, nur auf den Felgen. Auf der Trommel. Das geht. Hier, den meine ich hier. Das ist auch ein besonderes. Hier, der Buck. Mein guter Buck steht hier. Feier ich. Ja. Guck ihn dir an. Der. Wie er ist. Von Auto Kevin. Auto Kevin gewandert über uns. Die Gülle über uns zur Sieting. Zur Gurkenhalle wieder zur Güllehalle und jetzt bei Sieting. Wanderhure. Ist das geil. Aber hier, TÜV hat er noch ein Jahr.
270 Euro, das ist ein gutes Auto. Ja, irgendein Problem müsst ihr ignorieren, dann könnt ihr damit ewig fahren. Müsst ihr echt ignorieren. Ja. Aber geil, es gibt ihn noch, er ist abgeschlossen. Er hat keinen Bock mehr auf mich. Ja, oder für Goldheinz. Viel besser wie unser SLK ist ja auch nicht. Ja, aber Goldheinz hat ihn doch auch. Ja. Er hat schon geile Autos stehen, ne? Kannst sagen, was du willst, ne? Das kann er gut. Geile Autos haben kann er gut. Oh, hier ein XJ6. Ich finde die geiler als hier der S-Klasse. Ja. Ihn fühle ich auch. War das hier nicht der alte S-Klasse? Den habe ich mal so ein Ding gesucht. Ja. Wollte er mal kaufen, hat das nicht geklappt, hat er bereut und dann hat er auch immer mal gesagt, wenn einer noch so ein Ding hat, wollte er wohl irgendwie haben. Da ist er. Da ist er. Stimmt. Und Gurkenfaktor hat er auch. Ja. Ja, aber die werden riesen Autos, ne? Wenn du so reinguckst, guck mal, was da am Platz drin ist. Ich meine, S-Pass heißt ja allein, ich glaube sogar Platz. Ja. Oder nicht? Heißt das nicht Platz? S-Pass? Schätze ich mal. Klingt so ein bisschen vom Namen schon so. Aber ich auch nicht. Habe ich gar nicht gehabt. In meiner Hauptschule gab es das nicht. Nee. Hier. Was gab's das? Hab auch geil. Und bin dann Koch geworden, komisch. Schäm dich. Ja, deswegen bist du jetzt auch Koch. Ja, deswegen. Ist dein Job jetzt. Sonst wäre ich jetzt Franzose. Ich mag die Autos. Ich finde die geiler als jeden Mercedes. Oh nee, 924S. Ach komm, nicht schon wieder so Sachen, die ich haben will. Bisher war noch so entspannt, weil jetzt kommen schon wieder Sachen, die ich gerne haben will. Aber der ist schon schick. 924S als Targa. Ich finde ihn auch in weiß schick. S ist übrigens 150 PS, 4-Zylinder, 2,4 Liter Porsche-Motor, nicht der Audi-Motor. Der kann ein bisschen mehr. Und der steht tatsächlich auch, der ist sogar offen in dem Fall. Optisch gut, da. Alter, ist der gut. Scheiße, der ist viel zu gut. Der ist richtig lecker. Alter, da will ich keine Aktien drin haben. Der ist zu gut für mich. Ich muss den aus dem Acker. Aus dem Acker übrigens ist das gleiche. Ja. Von dem Bayern merkt. Aber der soll ja auch noch viel Geld kosten. Ja, vielleicht können wir dann eher den kaufen. Vom Preis her. Oh, jetzt ist das verkauft. Der hat ja auch Interesse dran, wenn du die siehst. Den finde ich auch schick, ja. Ist der ist schon schick, finde ich auch. Ja, totschickes Auto. Oh, heute kriegen wir keine Gurke. Nee, ich. Sieht nicht so aus. Guck mal, hier stand mal. Vor allem ist die Lücke ja noch weg mit meinem hier. BMW ist ja da und daneben stand ja immer mein Peugeot. Jetzt ist er auch noch weg. Ja. Die hat Lücke nicht mal aufgefüllt. Lücke im Herzen. Mit was? Wobei der ist ganz cool hier, ne? 2,3 Liter V6. Den finde ich geil. Na, von der Sonnenschule dran und los geht's. Ja. Ich glaube, der macht auch richtig Laune. 2-3 Auto geht schon. Ja, der ist geil. Vor allem durchgehende Sitzbank ist cool. Ja. Innen ist der Innenraum schon mal neu gemacht. Aber es ist auch so ein Auto. Die stehen, ne? Komisch, wenn sie sagen, so Hammer Autos, ja. Aber kein Markt. In Zeven steht auch einer. Auch in schönem Mattgrau und alles. Ja. Der ist mal bei 5 angefangen, ist jetzt, glaube ich, bei 3,5 oder sowas. Mit TÜV kauft keiner. Komisch. Ganz eigenartig. Die sind mir nur gefragt. Honda de Sol. Die, ja. die haben auch Markt gekriegt. Und ein 230er Kompressor geht auch gut. Der war sogar hier in der Youngtimer-Zeitschrift, den hatte ich gesehen. Ja? Ja, der hier und der Passeo, der hier stand, der grüne. Hat nichts zu sagen. Ich war auch in der Youngtimer-Zeitschrift. hat auch nicht funktioniert. Stand sogar bei, dass die jetzt hier beim Meeting stehen, die Autos. Aber ja, sieht man, steht immer noch hier. Passeo hat er verkauft, aber den nicht. Aber das steht gar nicht mal schlecht da. Finde ich jetzt so. Ja, aber mit Automatik. Ja, mittlerweile gefragt. Ja, aber das ist halt eine Karre, die musst du drehen, damit ein bisschen Leistung kommt. Und mit Automatik ist schwierig. Ja, stimmt. Da hast du recht. Vor allem, dass sie den mit Automatik verkauft haben überhaupt. Ist ein Wunder, dass es eigentlich sportlich sein soll. Für das Autohaus selber finde ich ja geil gemacht. Ne? Guck mal, diesen Streben hier oben mit dem Dach, mit dem Dachding an. Ja, das war mal das BMW-Autohaus hier, ne? Vorher. Ja, aber jetzt ist es sympathischer. Jetzt, ja, für uns auf jeden Fall. Guck mal, er hier, auch vorher nachlackiert. Jetzt ist vorne nochmal neu. Krass. Sehr gut. Könnte auch von mir sein. Ja. Aber ist doch scheißegal. Du, wer so eine Karre fährt, der will einfach nur von A nach B fahren. Das ist dort egal. Aber der ist schon wild hier, der Olympia. Der ist cool, ja. Aber der muss ein Fahrwerk kriegen. Aber das ist kein Problem, die kosten nichts. Hab schon geguckt. Wollt ihr mal einen haben? Ja. Wir können aber mal mit meinem Gurkenkadett, den ich in der Halle hin habe, die Feder durchflexen. Ja. Müssen wir mit auf den Boden legen. War auch geil. Wäre auch geil. Würde ich voll fühlen. So, Wieting ist wieder durch. Wir haben nichts gefunden. Nein. Aber doch, eigentlich schon. Eigentlich schon. Michi will den Volvo haben. Ja, aber. Ich würde den aber auch haben. Wird nicht ganz in meinem Budget liegen, schätze ich. Nee, aber ich fühle den Volvo auch voll. Ich finde den voll geil. Ja, ne? Absolut. So mit diesen, auch dieses Angespachelte an der Seite und ja, so, weißt ja, du? Ja.
Also noch genug TÜV für nur 7er Kennzeichen dran. Ja. Ultimative Karre. Ja. Ja, der muss. Eigentlich muss er kommen. Dann musst du gucken, wie das geht. Ja. Musst du was dealen mit ihm. Dann mal einen schicken Pontiac vielleicht wieder hinzuladen. Ist doch eine gute Idee. Oh, eigentlich hast du genug Kisten interessieren können. Aber. Ja, Ami-Kisten will er ja nicht haben, ne? Mach er nicht, ne? Fühlt er nicht, ne? Scheiße. Hat er denn gegen den silbernen Mercury? Ja. Und den hat er gar nicht auf dem Zettel. Willst du den wieder in den Mercury geben? Nein, oder was? Nee. Ich kann sagen. Wenn er den silbernen, aber wenn er den nicht haben will, ist auch nicht schlimm, der kann ja bleiben. Weil so ein schönes Auto kriege ich nie wieder. Nee. Wollte ich mit so einem hübschen Arsch. Deswegen. Der muss verbleiben, der Kugelarsch. Der muss bleiben. Und der ist Legende, jeder kennt ihn. Jeder kennt das hätte ich gerne, Alter. Das wäre mein Gelände, Alter. Komplett, boah, wie geil das ja, ist. Ja, kannst du ja komplett kriegen. Das steht schon 100 Jahre zum Verkauf hier. Ja, für wie viele Millionen? Zu viele Millionen. Ja. Mein Dach da hinten schon eingestürzt. Ja, da kannst du drin wohnen. Ja, also musst du wieder umtragen. Von Bürogebäude auf Wohngebäude. Das ist in Deutschland. Ja, du kaufst hier ein Haus, weißt du, und darfst da nicht mitmachen, was du willst. Was ein Schwachsinn eigentlich. Schließt, ne? Du halt im Büro. Ja. Das ist ja mit meiner Frau, und ja, die auf dem Schreibtisch liegt. Aber in Griechen, die haben heute Schnitzeltag, Buffettag. Und wir haben jetzt, genau wo das Buffet zu Ende ist, ja, und da hinten ist das Buffet voll mit Essen und wir dürfen da nicht rein. Wir dürfen nicht hin, Sauerei. Alter, du könntest fast inhalieren von Alter, ich sehe das richtig, ich sehe das Dampfen da hinten. Das dampft, Alter, das dampft, das ruft nach uns. Ja, ess mich. Ess mich. Alter, echt jetzt. Ja. Drei, ob wir das abbauen wollen. Drei Teller, zack, vollschmeißen, damit wir haben ja, will. Ja, und dann ja, räumen doch ab, ist doch scheißegal. 37 Schnitzel auf dem Teller, Abfall. Scheißegal, das sind locker noch 10 Stück. Ja. Hat gerade gesehen, wie sie schon die ersten drei rausgeholt hat. Ja. Dann haben sie gesagt, muss er morgen wieder kommen. Ich sage, ja klar, komme ich morgen wieder. Ja, hab ich gesagt. Ja, er auch. Das essen die selber. Aber nicht von auch. Oh, hier wohl roten Reis. Oh. Der holt jetzt unsere Poseidon-Platte, stellt er jetzt zusammen. Alter, stimmt, die Platte. Alter, Michi, du hast recht. Mach keinen Scheiß. Wir haben eine Platte bestellt zusammen, ne? Das muss eben schnell fertig. Ja, gesagt, egal, und was wir essen, es kommt auf jeden Fall von da. Alter, er sagt ja auch, die Küche hat nicht mehr lange auf, ne? Das ist die Küche. Das ist die Küche. Alter. Jetzt kommt die Poseidon fertig. Ja, komm, sie hau einen drauf. Hoffentlich nicht. Deswegen habe ich auch kein Schweineschnitzel bestellt. Das wäre 17 Euro neues Hühnchen. So, du. Ja. Aufgeschmissen, fertig Schnitzel. Viel Spaß damit. Eben rübergeworfen. Hau rein, du Dussi. Ja. Wir rufen dann Salatbuffet da hinten. Wir haben lange genug gebettelt. Ja. Das haben wir in Clou. Perfekt. Ist ein paar Gurken draufgeschmissen. Mm. Ja, frei. Oh. So, will bekommst. So, erst wieder Autos suchen hier. Alter, ist der Eis? Ist der runtergeritten, ne? Guck mal, die Reifen vorne. Gönn dir mal die Reifen. Die sind komplett blank. Ich glaube, der hat ein ziemlich hartes Leben gehabt. Oh, der mit Schimmel drin. Und das Finale war der Steinschlag im Sichtbereich. Mhm. Das ist das Finale von der Karre. Ich glaube, das Finale war vorne. Und die Schlafaugen haben den auch gemobbt. Guck mal. Oh, armer Kerl. Oh, Federbruch. Mhm. Finale kann er allgemein ganz gut. Ja, die haben die so zum Schluss nochmal richtig rangenommen. Guck dir die Reifen an, alle. Die haben so runtergeburnt. Ja. Och, Jammer. Guck mal, wie traurig der guckt. Ja, nur noch mit einem Auge. Ja. Sieht aus wie Kaldal früher, so mit so Triefauge. Komplett, Alter. Das war Geld, das andere. Guck mal. Ja. Eins ist Geld, das andere nicht. Das passt sogar noch. Passt voll. Ich bin mit einer gelaufen. Genau. Dann ist Michi hier umgezogen. Hat sich ein Tiny Home gekauft. Ja. Das ist Michi, sein neues Tiny Home. Das ist Zeitreise in die 70er. Guck mal, das Bett hier. Ich finde das geil. Ja. Klar, der Wohnwagen, da feucht. Der war froh, dass er den los war, glaube ich. Ja, ja. Aber, guck mal, jetzt Ecke hier drin, das ist so ein 70er-Jahre-Wohnwagen. Und noch schön original. Ja, ein Hobby ist das für ein Ding. Ein Hobby, ja, genau. Richtiger Hobby. Ja. Hobbylos. Hobbylos. Hobbylose. Sieht witzig aus. Jetzt sind wir in der Güllehalle angekommen, also in der Güllehalle, die man so alt zu kennen. Wir waren gerade noch in einer anderen Güllehalle, aber die ist noch Beta-Version. Und da ist Michi so ein neuer Wohnwagen, mit dem er nicht in Urlaub fahren will. Nee, nicht unbedingt. Das war schon schwierig, den herzukriegen. Ja, aber Arschabfrieren ist vorbei, Alter. Das ist vorbei. Es gibt keine Arschabfrieren mehr. Wir haben immer hier gesessen. Ja. Der Brenner hat immer auf uns gezielt. Wenn kalt fahren, dann war gut. Die Schuhe haben gebrannt. Ist so. Ja, aber jetzt geht das. Ja. Geil, hier Gülle, Alter, Schwede, das ist so gewachsen. Der Käfer ist auch geil. Und wir keine Käferteile dabei, ne? Nö. Ist doch klar. Aber wie kann ich dir helfen? Die können mir ja trotzdem verlaufen.
Ja, der Motor soll laufen. Ich dachte, mal eben gucken. Aber der ist so ranzig, dass er schon wieder geil ist. Dieses Breitbau, diese Breitbauschwelle habe ich auch, die er hat. Das sind so, diese GFK-Dinger. Ja. Die sind hier, da gibt es so ein Kit für, da gibt es so, hab ich so eine ABE zugeschickt gekriegt, also eine Community tatsächlich. Ich fand den als Stammmodell. Als Stammmodell ist er ein echter 1952er. Ja, echter. Das ist ein Mexikaner, von wann ist der, weißt du das? 84. Ach, da könnte er hinkommen. Hat er 34 PS, ja, oder? 1200er soll das sein. Ja, 34 PS. Oh, hier, neue Zündspule sind dabei gewesen. Neue Benzinpumpe. Aber Auspuff ist ein bisschen tüdelig, weil da fehlt irgendwie. Endrohr ist, also der Endtopf ist da, aber die Endrohre gibt es gar nicht. Brauchst du nicht. Der macht nicht Sound jetzt. Ja, der ist ja nicht vertüfft, ich weiß. Ja. Aber Käfer habe ich mal die Blumenspiegelung mitgemacht hier mittlerweile. Komplett. Aber wenn du so aus eigener Kraft laufen würdest, wäre nicht schlecht. Der Lüfterkasten ist ja nicht angeschlossen, das ist ein bisschen blöd. Aber sonst da auch nicht. Das ist nicht ganz so geil, aber wenn er laufen würde, ja. An sich, warum soll er nicht laufen, ne? Der lief auch schon mal bei dir. Ja, der lief. Wir haben dir jetzt erklärt, wie das Ding funktioniert. Ja, mit dem Zündschloss einfach mit einem Schraubenzieher rein und umdrehen und dann läuft der. Haben wir doch gemacht, aber das ist ein Zündschloss auseinandergeflogen. Oh, das ist ein Problem. Ja. Geh da mal rein. Hier, Mexikaner sitzt hier drin, die gleichen haben meine Käfer auch, also mein blauer. Ja. Gucken wir mal. Aber hier, Blinker sind vom alten Modell. Zum Beispiel, Blinkerhebel, die Dinger. Das Zündschloss ist immer gut. Das ist immer, ja, ich würde sagen, das ist immer geflogen. Ja. Komplett. Man könnte aber rein theoretisch die Kontakte brücken. Vielleicht. Hier sieht man ja die ganzen Stecker. Vielleicht kann man damit, kann der eventuell mit Tüdeldraht was tüdeln. Vielleicht. Vielleicht. Das sind die Federn, da ist das Schloss selber. Erst kriegen wir nicht zusammen. Nee. Das ist im Arsch. Das haben sie einmal zerbohrt, das Ding, wie ein Lenkradschloss wahrscheinlich. Ja. Aber cool ist er. Aber Turbo ist auch cool gemacht. Das ist auch getuned, ne? Ja. Was ist das denn? Das ist doch GFK! Was ist das denn für ein Scheiß? Ach du Scheiße! Guck mal, Heizung haben wir zugemacht komplett. Handschuhfach musst du dahinter sein. Wie machst du denn den? Auch so nicht. Ach, hier machst du ihn auf, den Kofferraum. Da hängt der Zug. Was ist das denn für eine Bude? Wer hat sich das denn auf? Da musst du da was hinter sein. Das Original Handschuhfach ist da doch hinter. Was ist das denn? Hier, Alter, hast du gesehen? E-Fenster. Yeah! Geil! Gehen die auch? Nee, Batterie ist nicht angeschlossen. Ändern wir. Nee, keine Zündung dann. Nee. Sonnenblenden hängen hier so runter, hängen. Klapper, Tüdel. Ah, und keine Rückbank. Außer nicht. Ja, scheiße, was für eine Innenausstattung ich habe und keine Rückbank. Das ist der Gülle-Bug. Aber ich finde den geil, dass er tiefer gelegt ist. Ja. Das macht den schon wieder irgendwie cool, finde ich. Ich finde die auch. Für ein Kiefer-Standmodell. Cooler Griff. Das fand ich ganz lustig. Doch für so eine Ecke rumstehen haben und cool aussehen. Ja. Da waren wir mal irgendwo Werbeträger, das Ding. Ja, von Coca-Cola war der mal. Sieht man. Ja. Die Felgen, die haben sie mal immer mal gut lackieren lassen. Ja. Ach du Scheiße, was eine Gurke. Krass. Eine krasse Gurke. Ja, krasser Kiefer. Aber geil, tiefer gelegt. Finde ich gut. Tiefer gelegt macht den cool. Ja. Wenn nicht tiefer wäre, würde ich sagen, Michi, was ist das für ein Scheiß? Aber so. Schalthebel ist auch geil. Der ganze Wagen ist wild. Schalthebel ist sowieso, der killt alles. Der hier. Ja. Aber interessant ist, ich kann schon mal, wenn ich hier reingucke, sehe ich schon mal erstaunlich wenig Rost. Weil die Kante ist meistens immer weg. Ja. Was auch gerne mal weg ist beim Käfer, ist, was mein Vater gelernt hat. Aber sein Käfer jetzt. Ist die Kante hier, warte. Hier hinterm Teppich, hier kann man die meistens auch immer weg. Meistens hast du ja nichts mehr hinterliegen. Ah, ich hab's eingeklemmt, will ich nicht ausklemmen. Ich denke, das ist die nächsten 20 Jahre, aber ich glaube, der ist gar nicht mal. Aber das sieht gar nicht mal schlecht aus. Ja. Hast du den Kofferraum aufgehabt von dem Ding? Ja. Ist der jetzt noch geht der so auf oder müssen wir noch mal ein bisschen. Das sieht auch gar nicht mal schlecht aus. Der Tank ist auch neu. Den Tank ist nagelneu. Ja. Elektrik ist, naja, außer ein original Käfer. Der ist hier vorne aber auch gut. Also Ross hat er nicht viel. Wenigstens jetzt, würde ich jetzt so, ohne mich da unterzulegen, weil er tiefer gelegt ist, so sehen kann, ja. Ist der eigentlich ganz gut beieinander. Ja. Sind die ganzen. Auf die Straße wird er eh nicht kommen, also von daher. Oh, sag mal nicht. Ich finde, der ist gar nicht mal so schlecht, der Wagen. Guck mal, die Endspitze ist gut.
Also so ersichtlich sehe ich gar keinen Rost von dem Auto. Ja doch, wenn du bei der Batterie mal eben reinleuchtest. Da kannst du rausgucken? Ja, da kannst du gucken. Da ist durch. Ha, Rahmenkopf wäre interessant vorne. Tatsächlich. Oh, hallo. Aber Batteriesäure, wa? Ja, sieh mal. Das ist gut. Die Tür, Alter. Ach, warum? Ja. Für einen Gurkenkäfer ist okay. Ja, mehr ist es ja nicht. Aber ein paar Kabel kriegen wir eventuell zum Laufen. Ja. Also, ich kenne dir auf jeden Fall die Zündung brücken, denke ich. Dann müssen wir nur gucken, ob wir den Anlasser gebrückt kriegen hin. Ja. Kann man damit starten. Das wäre nicht schlecht. Wenigstens einfach mal. Du kannst dem Vergaser ja auch Gas geben dann mit der Hand, weißt du, dass du den drauf ziehst dann. Das geht. Das wäre cool. Ach, viele Teile fehlen, ne? Scheibenwischer fehlen, Zündschloss fehlt. Hab ich heute da, Zündschloss. Hätte ich da gehabt, Alter. Das hätten wir ranstecken müssen, hätten starten können. Ja. Nur einen Stecker ranstecken müssen und starten. Das wäre am einfachsten. Ja. Triumph TR7, richtiges Albtraumauto. Also, wie ist denn dieser hier? Aber, Alter, ich will die so gerne haben. Guck, wie schön die sind, diese E30 Cabrioli-Sitze. Die werden so geil in meinem 944 aussehen. Ja, dann musst du das, was am Sitz dran klebt, auch noch mitkaufen. Das ist das Problem? Die verkaufen Blech zu den Sitzen dazu. Den würde ich so meinem Vater schenken. Da würde er sich freuen. Ich glaube auch. Das ist sein Traum. Der macht ihn dann fertig. Baust die Sitze der raus. Fährt nachher als Daily. Pass mal auf. Der alte ist so bekloppt. Ja. Das ist doch hier ein ganzer Karton von Freude. Kann der Bruder wieder zusammenbauen. Genau. Alles an den Kofferraum. Ein paar schicke Sitze. Aber geiler Fuhrpark. Guck mal, schöner Volvo. Ne? Ja. Geiler Honda. Oh, der Escort. Die ist ja jetzt leider da aus, ne? Wieder ersetzt durch den anderen momentan, ne? Ja. Taunus, Alter, alles dabei. Alles dabei. Der Wagen, den sogar Marco Degenhardt hier gesagt hat er nie gehabt. Hat nie einen Taunus gehabt vorher. Noch nie. Und schon gar keine Flammen. Alter, hat er gesagt. Weißt du das noch? Hat er echt ein Video gesehen. Was ist das denn? Wer hat doch einen Kladder eingehabt? Ja. Ich glaube, das zählt nicht. Der war zu gurkig. Aber ich glaube, zu dem Bein steht er noch hier. Ja, denke ich auch. Aber die gehen immer mal in die Edelgüllerhalle. Und guck mal, aber der macht auch gute Figur, ne? Ja, ist doch schick. Ist schon ein schickes Auto, ne? Ja. Finde ich auch. So viel zu schade, dass es bei dir im Außenlager stand. Finde ich auch. Ein schönes Auto. Der kann rüberwandern irgendwann. Ist auch so, also optisch gesehen, technisch auch super Auto. Ja. Bis auf den Kühlerschlauch. Wir sind ein paar Runden um die Halle gefahren und dann hat er. Okay. Das ist schlecht. Kühlerschlauch und Kupplung. Ja. Und noch ganz viele andere Sachen für TÜV. Aber Rost hat er keinen. Dann haben wir geschweißt damals. Akkordengeschweiß. Da war, glaube ich, Gordon sein zweites Auto, was er gemacht hat. Nach dem Kackburg. Dieser hier. Kann man eigentlich Felgen und Fahrwerk bei denen eintragen lassen? Gibt es da eher was für? Sicherlich. KBA-Nummer suchen auf den Felgen. Die gibt es auf jeden Fall. Und das Fahrwerk wird irgendwo eine ABE haben. Mit beiden Geraffel rennst du dann dahin und dann machen die den Ding daraus. Weil das ist wahrscheinlich, wenn man jetzt endlich TÜV drauf haben wollte, günstiger, als wenn du jetzt anfängst, hier Stahlfelgen und... Nö, das muss so bleiben, das Auto. Ja, deswegen. Die Reifen sind sogar eigenermaßen tüffig. Die sind gar nicht porös. Die sind nur schweinealt. Ja. Oh, der Abend geht weiter. Ist schon ein bisschen später hier, haben wir jetzt. Oh, Viertel vor eins. Das geht ja noch. Wir sind gerade am Verhandeln, Michi und ich. Einmal jetzt hier, der hier wird meiner. Der hat Michi mir geschenkt, tatsächlich. Der war irgendwie ist er kaputt. Elektrik ist weggebrannt und irgendwie läuft er nicht mehr. Ja, aber Motor dreht auf jeden Fall noch. Das ist irgendwie so ein japanischer Kawashima Flughafen Gurkenschlepper mit Kipper und Allrad. Und fetten Offroad-Pellen. Das ist, glaube ich, das Ding, was kein Mensch braucht. Das kriege ich jetzt von Michi. Wild. Alles nur mit. Ich habe letztens auch den Jetta gegeben. Das war schon so eine Nummer. Was soll ich damit denn? Aber egal. Ich will das zum Laufen bringen. Ich stelle mir das witzig vor. Aber geil. Guck mal, hydraulischer Kipper. Warte, hier. Hier ist halt die Batterie, glaube ich. Hast du hier noch... Ein Blinker, eine Hydraulik für einen Kipper, auf Chinesisch, ein Dreiganggetriebe, eine Hupe. Was zum Teufel ist das? Wer baut sowas? Gas? Ich habe keine Ahnung. Aber finde ich ganz witzig, als Experiment das Ding. Mit mir selber, mit meiner Kamera. Ich zeige gerade ein Kawashima-Gerät. Oder mein Kawashima-Gerät. Denk mal jetzt wieder. Kann man das eigentlich auch rollen, wenn es sich fährt? Ja, ne? Ja, klar. Okay, da bin ich ja beruhigt. Faschende Ding, Alter.
Das wird, glaube ich, das welterste Kawashima-YouTube-Video. Das glaube ich auch. Hast du schon erwähnt, dass du dir geschenkt bist? Hab ich gerade erwähnt, ja. Sehr gut. Richtig wild. Aber das ist der Gurkendeal, ne? Man fliegt so ein Jetta, man fliegt so ein Kawashima. Ja. Kawashima. Okay. Fast wie Kawasaki. Fast. Und von was ist der Motor? Der Motor kommt von? Yanmar. Oh, ein Yanmar. Schicke ja. Das, oh, hier steht stark drauf. Alles gut. Ja, das ist auf jeden Fall der richtige. Ach du Scheiße, das Ding, Alter. Total wild. Du kannst doch eigentlich im Museum so Ausfahrten machen und alle hinten rauf und dann kannst du nicht so durch die Halle. Oh, Jodi wird feiern, das Ding. Ja. Und hier ist die Batterie eigentlich, ne? Das Strom, da ist genau. Die Batterie eigentlich. Was ist das? Das weiß ich nicht. Das okay, das braucht also keine Sau. Das braucht man nicht, ne? Super durchgerastet, die voll. Kawashima! Japanisch! Ich habe keine Ahnung von Japanisch! Ja, freust du dich denn? Hä? Freust du dich denn? Oh, ich find's witzig. Aber du kennst mich doch nicht. Ich liebe skurrilen Scheiß. Ja. Und das ist so hier, das ist das skurrilste Scheiß, den man, glaube ich, haben kann. Da du der Einzige bist, der auf sowas steht, habe ich gedacht. Und du auch. Ja. Du stehst auf skurrilen Scheiß. Ich danke dir, mein Hasi. Ja, sehr gerne. Ich sehe mich damit schon mal über Eriks Feld fahren, weil er Allrad hat. So, nee, Kawashima! Und die Reifen, Alter. Das ist für irgendwelche japanischen Farmen gebaut. Die sind damit über Reisfelder rüber. Ja, ist so. So ein Ding ist das. Ja, das dann hat doch keine Sau sowas. Extra erhöht, dass sie da ihr ganzes Zeug darauf kriegen. Aber ist das nicht, das ist ungefähr so wie das Ding hier, die Ezeki. Der man irgendwie. Der hat mich immer gegossen, den kleinen Ezeki, den er hatte. Und dann ist er gewachsen. Ein bisschen. Das ist auch ein ganz kleiner Gartenschlepper. So. Unser Rasenmäher. Alter, ist der wild, ne? Ja. Ich finde ihn so. Vor allem, guck mal, der hat der Trittstufe. Alter, guck mal, wenn du so aussteigst. Dü-dü. Alter Schwede, Viergang! Aber vierfach unter, also 16 Gänge hast du insgesamt. Ach du Scheiße. Das ist mein nur km/h. Nee, 15 km/h, okay. Ja. Das ist ja noch auszuhalten. Die japanischen Zeichen über. Alter, du kaufst auch jeden Scheiß, ne? Ist doch geil, ja. Das muss ich haben. Ach komm, wer findet das nicht geil? Das ist doch geil. Ich find's auch geil, ja klar, ja. Ist das geil. Das musst du mal drauf kommen. Ja. Also kauf mal so. Von Gedanken her. So, was kaufe ich mal heute? Ja, oh, in hier. Oder hier Inder, den Kawashima. Ja, du weißt ja, wie es als Gelegenheit macht. Ja, das ist, wenn da einer sagt, mach gurkensüchtig. Bietet dir einer an, Alter, ich kenne das. Und dann, ja. Und dann kaufst du den Scheiß am Ende wirklich noch. Und jeder fragt dich, was willst du damit eigentlich? Ja. Obwohl, ich glaube, das hier ist sehr stabil. Warum viele? Ja, das auf jeden Fall. Vor allem, der ist ja auch wie neu vom Zustand her, ne? Ja. Da ist ja nichts mit. Da ist sogar Plexiglas hier drin. Ja. Das ist Glas, richtiges Glas sogar. Ja. Ist Plastik. Ja, den gab es auch mit Kabine, ne? Das ist geil, Alter. Ezeki, ich kenne ihn nur so als Mini-Rasenmäher. Aber so als Panzer kenne ich ihn gar nicht. Ja. Aber geil, mit Allrad und so, das musst du schon gehen, oder? Das Allrad? Das Allrad, ja. Ja, hat er tatsächlich. Die Achse, ja, geil. Das ist geil. Erichs Feld wird dir auch freuen darüber. Sein. Der zieht die ganzen Trecker alle ab. Der zieht auch die ganzen Dinger an, die großen. Weil der hat Allrad. Ja. Der kriegt die Kraft auf die Straße. Der dreht sie einfach nur durch. Ja. Vor allem mit den porosen Scheißreifen dann, weißt du? Feeding-Metall, Alter. Der Dreck, das Ding macht mich am meisten fertig. Eigentlich müssen wir doch mal irgendwie eine lustige Tour damit machen. Also bevor der dann ganz weggeht. Irgendeinen Scheiß damit holen. Ja, aber so richtigen Scheiß. Ja. So wie bei Kleinanzeigen mit der Couchgarnitur oder so. Irgendeinen Schrott, was kann ich so brauchen? Komm, lass uns los! Kinderfahrrad oder sowas. Ja, Mann! Du redest auf Ranz. Total. Das Gerät macht mich echt fertig. Aber ist alles Spielzeug. Ja, alles Spielzeug. Aber anderweitig ist für die Firma. Das Firmenspielzeug, das geht. Ja, da brauche ich die noch ganz oft. Jeden Tag? Täglich im Einsatz. Komplett? Heating-Metall liefert auf. Ach komm, so ein schönes Auto, was hast du denn? Schönes Auto. Und wenn du so reingehst hier, Luftsitz, Handschaltung, schöne Handbremse. Guck mal, das Bild jetzt hier. Und dann schimmel einen Abschleppwagen aufbauen, Brille hinten dran und Kran. Ja. So ein geiles Auto, das wäre. Ja. So, wir haben eine Langkabine. Eine Langkabine da auch noch drin. Ja. Zum Pennen drin. Wäre schon wild. Das ist ein witziges Spielzeug. Auf jeden Fall. Kann man sagen, hier, MAN. Schaltung ist auch nicht schlecht. Guck mal, was sagt er denn?
Oh! Oh, oh, er will, oh, er, oh. Ah, Hilfe, nein! Hilfe! Tu's nicht! YouTuber ist tot! Ey, der hält sogar Luft, Alter, so ziemlich. 6 Bar da noch. Ja. Und ein Viertel Tank. Dann reiß mal an den Vogel. Oh, so da die Karre. Ja. Der läuft. Zwar 9000 gelaufen. Da muss ich mir Angst, dass ich keinen Leerlauf hab. Kennst du das? Das ist ja so, ja. Tock, rödel, 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 Benz. Ja, weg. Da wird mein Vater sauer auf mich. Glaub ich auch. Ist ein geiles Auto. So, wir haben 2 Uhr nachts und ich bin wieder unterwegs im Gurkencamper. Ich weiß, ihr seht nicht viel, aber ich fahre gerade mit dem Camper und so. Ja, meine Taktik mit dem Ding tatsächlich nicht schneller als 80 zu fahren, scheint zu funktionieren mit der Liegebleib-Technologie hier, weißt du, wenn der mal liegen bleibt. Mal gucken, ob es weitergeht. Jetzt geht es wieder Richtung Heimat. Sonst brauchen wir in der Firma sein. So, nächste Morgen. Ich habe heute nach dem Camper gepennt. Irgendwo auf dem Weg nach hier nach Hause. Ich war voll fertig, ich bin immer noch voll am Arsch. Aber bin jetzt zu Hause, seht ihr? Guck, ja. Meine Hecke ist ganz schön gewachsen. Alter, Spiel muss ich mal schneiden. Naja. Oh, Junge, ey. Tut alles weh. Oh, Junge. Alter, Hawaii, knackt alles. Naja, aber hab's geschafft. Gut, Freunde, das war das Video. So, Michi-Aktion, ein bisschen Ablenkung für mich. Heute ist wieder der Ernst des Lebens. Morgen auch. Ich ziehe den Samstag nochmal durch für den Autohandel. Und ich muss einen Plan machen, was ich jetzt mache. Ich werde wahrscheinlich wirklich mich ein bisschen ausdünnen. Das ist das Einzige, was ich machen kann, so automäßig wenigstens. Wenigstens hinten in der großen Halle oder sowas, ne? Das ist der Plan. Aber das ist eine andere Geschichte. Würde ich sagen, haut rein. Bis morgen, Freunde. Munter.